Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wachse, Jesus, wachse in mir, in meinem Geist, in meinem Herzen, in meiner Vorstellung, in meinen Sinnen. Wachse in mir mit deiner Milde, mit deiner Reinheit, mit deiner Demut. Wachse in mir mit deinem Eifer und deiner Liebe. Wachse in mir mit deiner Gnade, mit deinem Licht und mit deinem Frieden. Wachse in mir zur Verherrlichung deines Vaters, zur größeren Ehre Gottes. Amen. Lieber junger Christ, hör nicht auf dein Herz. Wie ich zu diesem Thema komme, wirst du gleich merken. Zunächst einmal schauen wir ins Evangelium des heutigen Tages. Jesus predigt in der Synagoge von Nazareth und die Leute sind begeistert. Dann aber spricht er vom Schicksal der Propheten Elia und Elisha. Beide haben nur sehr wenig Menschen helfen können, weil sie kaum Glauben vorgefunden haben. Und er macht den Leuten Vorwürfe, dass sie selber nicht glauben. Jesus hat keinen Erfolg bei ihnen. Ich stelle mir die Frage, was bleibt denn eigentlich, wenn ich einmal gehe? Na, meine ganzen Predigten, mein ganzes pastorales Wirken, alles, was ich so versuche, aber auch außerhalb meiner priesterlichen Tätigkeit, hinterlasse ich tatsächlich etwas, was bleibt? Oder wird es auch nur eine Witwe sein, die durch die Begegnung mit mir zum Glauben gekommen ist, wie bei Elia und der Witwe von Sarepta? Wobei die war ja vor der Begegnung mit Elia auch schon gottesfürchtig. Und werde ich auch nur einem Mann helfen können, Gottes Größe zu erleben, wie es dem syrischen Hauptmann Naaman erging, der durch den Eingriff Elishas geheilt wurde? Gemessen an der Zahl der Menschen, die mir sonntags zuhören, oder auch hier bei diesem Podcast, ist doch die Zahl derer, die durch meine Worte ihr Leben wirklich ändern, eher null. Dennoch mache ich weiter, denn alle Berechnungen, was bringt das eigentlich, was ich tue, entspringen dem Stolz. Es ist doch so, dass wir das ernten, was andere gesät haben, und wir sehen aus, was andere ernten werden. Jesus selbst hat durch seine Predigt keinen direkten Erfolg gehabt. Er wurde sogar aus der Synagoge gejagt, als er den Menschen den Spiegel vorhält. Aber jedes Wort, das er damals gesprochen hat, war ein Same, der in dem einen oder anderen Menschen später Frucht gebracht hat und sicherlich auch in vielen, die auch heute noch dieses Schriftwort hören und sich davon berühren lassen. Was also von dem bleibt, was wir tun und predigen, wenn wir als christliche Propheten in unserer Zeit auftreten, was davon bleibt, das können wir nicht wissen, das müssen wir getrost in Gottes Hand legen. Viele Menschen sind taub und blind für das Wort Gottes und die Herzen sind verschlossen. Ich möchte in diesem Zusammenhang über eine große Gefahr sprechen, die in uns allen lauert und mit der Jesus uns regelmäßig konfrontiert. Es ist die Gefahr der mörderischen Gleichgültigkeit. Ich habe vor einigen Tagen auf YouTube einen Vortrag über Hannah Arendt gesehen. Sie war eine jüdische Publizistin und gehört zu den bedeutendsten Philosophinnen der Welt. Sie prägte den Begriff von der Banalität des Bösen. Sie beschreibt den Prozess gegen den ehemaligen deutschen SS-Obersturmbannführer Adolf Eichmann, der im Jahr 1961 vor Gericht saß. Ihm wurde vorgeworfen, für die Organisation der Deportation und Vernichtung von Millionen von Juden verantwortlich zu sein. Im Vorfeld dieses Prozesses erwartete sie, das absolut Böse anzutreffen, einen skrupellosen Sadisten, ein Monster. Was sie dann aber erlebte, war für sie noch erschreckender. Sie schreibt, das Beunruhigende an der Person Eichmanns war doch gerade, dass er war wie viele und dass diese vielen weder pervers noch sadistisch, sondern schrecklich und erschreckend normal waren und sind. Hannah Arendt beschreibt diesen Angeklagten nicht als einen Dämon, als ein Monster, sondern vielmehr als einen ganz gewöhnlichen Hans Wurst. Die Banalität des Bösen besteht in der massiven Gleichgültigkeit, mit der dieser Beamte seine Pflicht penibel erfüllte und sein persönliches Gewissen
von seiner beruflichen Gewissenhaftigkeit und Pedanterie abspaltete. Er war ganz genau in dem, was er tat, ganz gründlich und war sich keiner Schuld bewusst. Er sagte, ich habe doch nie einen Juden umgebracht. Er hat nur seine schnöde Pflicht erfüllt. Ein weiteres Beispiel waren die tausende Lokführer der Reichsbahn, die damals genau wussten, wen sie dann nach Auschwitz fuhren. Auch diese wurden nach Kriegsende befragt, warum sie keinen Widerstand geleistet haben, warum sie nicht zumindest heimlich sabotiert hätten. Ihre Antworten klangen ziemlich ähnlich in der Form, dass sie sagten, ich bin ein Lokführer, was wollt ihr denn von mir? Wir sind ins Dienstgebäude gegangen, da hing der Dienstplan, da hieß es 8.30 Uhr, 7 Waggons nach Auschwitz und dann ging's los. Ich bin doch nur ein Lokführer. Mich bewegt vor allem an dieser Stelle dieses Gleichgültige. Und nicht nur das, sondern dass es in uns allen steckt, dass in allen Menschen und zu allen Zeiten die Gefahr lauert, dass wir gedankenlose Täter werden. Hannah Arendt schreibt dazu, dass die Gedankenlosigkeit mehr Unheil anrichten kann als alle dem Menschen innewohnenden bösen Triebe. Der Unwille, sich je vorzustellen, was eigentlich mit dem anderen ist, also wie es dem anderen Menschen geht. Dieser Unwille, so würde ich es bezeichnen, ist das pure Anti-Evangelium. Und diese Gedankenlosigkeit oder dieser Hang dazu, auch der Hang zum gewissenlosen Gehorsam, ist das, was Jesus im Herzen des Menschen sieht und was er auch heute im Evangelium zur Sprache bringt. In der Synagoge von Nazareth hält er den Menschen, hält er uns allen den Spiegel vor. Die Propheten gelten bei euch nichts, denn ihr glaubt nicht. Ihr seid gleichgültig oder schlimmer noch, ihr habt euer Herz für Gott verschlossen. Jesus will uns in der Tiefe erreichen, uns ins Herz treffen und uns aufrütteln, unser Gewissen wecken. Die Leute in der Synagoge fühlten sich provoziert von den Worten Jesu und die Begeisterung schlug blitzschnell in Hass um. Wir müssen uns selber eingestehen, dass in uns allen Hass, Abgründigkeit und Gleichgültigkeit schlummern. Natürlich gibt es in uns Menschen auch viel Gutes. Aber diese Sprüche wie »Hör auf dein Herz« greifen viel zu kurz. Das hat Jesus nie gesagt. Jesus hat nie gesagt »Hör auf dein Herz«. In Jeremia 17,9 heißt es sogar »Unverbesserlich ist das Herz des Menschen«. Wer kann es begreifen? Das Herz des Menschen ist träge, verwundet, korrumpiert und oft egoistisch und oft weit weg von Gott. Wir sollen nicht auf unser Herz hören, sondern vielmehr am Herzen Jesu ruhen. Unsere Emotionen, unsere Gefühle sollen uns nicht täuschen. Die Wahrheit liegt in Jesus und in dem, was er gesagt und verkündet hat. Von dort kommen uns Wahrheit und Frieden entgegen. Denn unser Herz ist wankelmütig und kann sehr schnell auch verurteilend werden, uns selbst gegenüber oder anderen gegenüber. Es heißt auch in der Schrift, Gott ist größer als unser Herz. Wir sollen uns an ihm orientieren. Ich möchte zum Abschluss noch ein Gebet sprechen. Jesus, ich bitte dich, dass du hinabsteigst in die Tiefe meiner Seele und dort das Licht bist, das die Dunkelheit erleuchtet. Befreie mich von Gleichgültigkeit, Hass und Angst, dass in mir und durch mein Leben das Licht deiner Liebe leuchten kann. Sei du die Herzmitte meines Lebens, bilde mein Herz nach deinem Herzen. Lass nicht zu, dass durch meine Gleichgültigkeit Schlimmes geschieht. Lass nicht zu, dass wir Menschen schweigen angesichts von Ungerechtigkeit und Gewalt. Gib mir, gib uns allen ein mutiges Herz, das der Wahrheit verpflichtet ist und durch das deine Wahrheit in diese Welt hineinleuchten kann.
Amen. Mayim Shayim, Mayim Yeshua, Mayim Shayim, Mayim Yeshua, Mayim Shayim, Yeshua, Mayim Shayim, Mayim Yeshua. Mayim Yeshua, Mayim Shayim.